So, einrichten Ihres Meetings für Facebook Live. Sobald ich den habe, schicke ich hier den. Mal kurz bei WhatsApp auf. Sehr gut. So, hallo und herzlich willkommen. Wir sind ein paar Minuten zu spät heute. Ja, aber besser zu spät als nie, würde ich einfach sagen. Das wollte ich doch auch gerade sagen. Herzlich willkommen, Kevin. Schön, dass du dabei bist. Immer gerne, dass ich, also immer schön, dass ich bei dir so viel auf Facebook rumtingeln darf. Überall, wo du willst. Sag das nicht zu laut. Heute gibt es Zahlen, Daten, Fakten. Eine ZDF-Folge wollten wir heute machen. Wir haben ja aufgrund von Corona-Auflagen nicht wirklich viel bisher machen können. Einkäufe waren teilweise schwierig bis gar nicht möglich. Was wir jetzt aber gelöst haben, komme ich gleich dazu. Daher haben wir gesagt, wir machen ein bisschen Zahlenwerk. Zahlen ist ja quasi die Basis für jedes Investment und erst recht bei so einem umfangreichen Investment, was wir heute hier, oder nein, umfangreich ist vielleicht das falsche Wort. Es ist nicht umfangreich, es ist voluminös vielleicht. Also ihr müsst dazu sehen, wir machen gleich eine Liste auf. Wir haben so eine kleine Excel-Tabelle gebaut, in der wir alles nachgehalten haben. Und da werdet ihr sehen, das ist wirklich kleinteilig teilweise. Und seit wir angefangen haben, das Ganze zu ordern, kommen hier bei mir jeden Tag, ich weiß nicht, 5 Pakete an. Und ich habe auch schon einen riesen Stapel davon. Und wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte der Sachen, die wir bestellt haben, an Einrichtungsgegenständen. Also das wird noch deutlich mehr. Ich mache mal nächste Woche oder wir posten mal in der Woche mal vielleicht ein Foto davon. Dann werde ich im Lager mal schön stapeln und mal schon einen schönen Turm rausbauen oder so einen Tannenbaum oder sowas. Da könnt ihr mal ansehen. Also das ist echt verdammt viel Verpackungsmüll, was wir momentan produzieren. Ein bisschen Logistikkosten. Und das meine ich mit umfangreich. Also das heißt, wir haben wirklich viele einzelne Positionen dabei. Und was ich jetzt gesagt habe, wir machen mal so kurz einen Check, wo wir mal sagen, okay, wo stehen wir einfach aktuell? Was ist der Invest? Und dabei ist es ganz wichtig dabei zu überlegen, wir haben in der Tabelle mit eingebaut, was haben wir angeschafft, was brauchen wir alles, was hat es gekostet? Aber auch vor allem, wir berücksichtigen noch die Nutzungsdauer, die Nutzbarkeit der Gegenstände. Das heißt also, wir gucken danach, wie lange hält ein Bett, wie lange hält ein Mülleimer, wie lange hält, ich weiß nicht, eine Couch oder was auch immer wir da halt alles einsetzen, dass wir sagen, man hat eine gewisse Nutzungsdauer, über die man das quasi abgeschrieben haben muss oder beziehungsweise bis wann man das neu beschaffen muss. Das haben wir dabei berücksichtigt. Diese Tabelle wollen wir euch vorstellen und wir werden mal gucken, wo wir aktuell stehen. Das ist auf jeden Fall Teil 1, also ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Dann hat der Kelvin gerade noch angefangen, eine kleine Recherche zu machen. Ganz wichtig ist ja noch dabei, wie sieht mein Markt aus? Gibt es den? Und wenn ja, was machen die Marktbegleiter, die Mitbewerber auf dem Markt? Das heißt also, ne, wie eng ist mein Markt, wie stark ist der umkämpft? Das ist noch ein Thema, was wir noch besprechen wollen. Und wir haben Kommentare von letzter Woche, beziehungsweise von unter den Videos bei YouTube. Da wollen wir gleich auch noch drauf eingehen. Das wäre so kurz, was euch heute erwartet. Jo. Kelvin, wo fangen wir an? Kommentare? Ja, lasst uns in die Kommentare von letzter Woche gehen und dann mal gucken. So, also, das passt auch total gut. Ich habe nämlich einen Kommentar bei YouTube auf dem Live 3 gekriegt. Also, das ist da, wo wir den Grundriss und die Einrichtung virtuell schon mal gemacht haben. So, Kommentar ist von Alfons. Den Nachnamen könnt ihr selber nachlesen. Cool, mich würde auch mehr die Zahlen interessieren. Die kommen heute. Also, Alfons, wenn du zusiehst oder wenn du das im Real Life siehst, also genau das ist unser Kernthema heute. Okay, dann kommt hier, warum siehst du hier einen höheren Ertrag und wie viel mehr ist dieser Fragezeichen? Kurzzeitvermiete macht doch viel Aufwand, Punkt. Das muss ich doch rentieren. PS, danke für den geilen Content. Okay, also da sind direkt mehrere Punkte dabei. Zum einen Zahlen, ja, kommen wir gleich drauf, wenn wir gleich einen extra Teil für haben. Höherer Ertrag, wo sehen wir den und ist das viel Aufwand? Kelvin, das ist vielleicht 2 Punkte, die sind eher in deinem Bereich zu sehen. Sag doch mal was dazu. Wie hoch ist der Mehraufwand und was ist der Mehrertrag? Ja, gut, das können wir vielleicht gleich noch ableiten. Das wird auch auf jeden Fall im selben Detail ja im Laufe dieser Folgen ja noch. Ja, und zum Schluss ja auch nochmal, wir werden die Kalkulation ja
beim Go Live, also sprich bei der Erstvermietung haben. Wir werden das Ganze auch begleiten. Das heißt, wir werden nochmal nach Monaten, nach 3 Monaten, nach 6 Monaten auch mal nochmal so einen Cut machen und einfach sagen, okay, das sind unsere Zahlen, das sind die Einnahmen, das sind die Ausgaben. Also Zahlen werden wir auf jeden Fall komplett offenlegen und auch längerfristig begleiten. Also das kommt auf jeden Fall separat. Aber was ist denn mit dem Mehraufwand, Kelvin? Was ist dazu zu sagen? Das ist immer ein bisschen schwierig, ne? Ich war ja nie in einer Eigentümerposition, also hatte ich dementsprechend auch nie eine Grundlage von einem Aufwand, ne? Also klar ist es, wenn ich jetzt eine Wohnung dafür konzipiere, so wie wir das jetzt machen, ist es natürlich ein Aufwand. Ich weiß jetzt halt nicht, ob, das müsstest du wahrscheinlich beantworten. Für dich ist es ja auch schon ein Mehraufwand. Du bestellst jetzt Sachen, du suchst sie zwar nicht raus, weil ich das für dich übernehme, aber du bestellst Sachen, wir müssen zusammen planen, du hast mir den Grundriss gezeichnet, ne? Also man muss da schon ein bisschen genauer vorgehen. Ich glaube, da liegt auch so der Knackpunkt. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, glaube ich, was man für Daten hat. Bei meinem Eigentümer, wo ich die erste Wohnung komplett unmöbliert übernommen habe und möbliert habe, hatte ich schon einen Grundriss, der exakt war. Und da konnte ich dann einfach schon so ein bisschen gucken, oh, was geht nicht. Und da musste er nicht extra nochmal in die Wohnung rein. Klar ist es ein Aufwand, eine Wohnung zu möblieren, das Ganze zu managen, eventuell sogar, wenn man Geld sparen will, noch von eBay Kleinanzeigen durch die Stadt zu tingeln, Sachen abzuholen. Die Belege aufzuheben, das darf man nicht unterschätzen. Also das ist schon, ich mache mal mein Telefon aus, das ist schon mehr Aufwand. Aber ich kann so viel sagen, ich hatte vorher, das war ja meine Schmerzgeschichte, einen Untermieter drinne, den ich zum kostendeckenden Preis drinne gelassen habe, also dass meine ganzen Fixkosten gedeckt sind. Und der Mehraufwand, der mir dadurch entstanden ist, danach sauber machen, renovieren, Möbel austauschen, der war mit erheblich mehr Frust verbunden, einfach weil ich ja sozusagen dann Minus gemacht habe. Also er hat mir meine Möbel versaut und mir das Geld ja nicht gegeben dafür. Deswegen, ja, dahingehend schon. Aber wenn man bedenkt, ich mache mit dieser Wohnung jetzt im Peak, also wenn man wirklich so Hochzeiten nimmt, tolle Monate aus dem Jahr, mindestens das Fünffache. Und wenn man ganz, ganz schlechte Monate nimmt, so wie jetzt der Corona-Lockdown November beispielsweise, der echt nicht gut war, mache ich trotzdem immer noch das Doppelte der Standardmiete mit allen Fixkosten, ne? Also da ist dann Strom, Netflix und alles dabei. Und da mache ich dann immer noch das Doppelte. Dann wird es manchmal ein bisschen eng mit der Reinigungskraft, wenn man die halt gut bezahlt, dass das dann komplett kostendeckend läuft oder sogar Gewinn übrig bleibt. Aber dafür gibt es, wie gesagt, Monate, wo man das Fünffache macht. Und wenn man das dann aufs ganze Jahr rechnet, ich kann ja mal ganz fix in meine Tabelle reingucken. Ich bin ungefähr in einem Plus von 817 Euro im Monat. Ne? Also das ist so mein Cashflow, der dadurch entsteht. Da kommen dann natürlich noch Steuern drauf. So, das kann ich so jetzt noch nicht sagen, was am Ende bei komplett clean übrig bleibt, was ich gemacht habe. Das kommt aber noch, wenn ihr auf Erhört uns verfolgt, wenn euch das wirklich dolle interessiert, dann kommt das auf jeden Fall, sobald ich meine ja, Steuererklärung für 2020 zurück habe, um jeden Monat mal zu sehen. Aber das ist so die nackte Zahl, die im Raum steht. 817 Euro. 817 Euro, bei welcher Kaltmiete bist du da bei 817 Euro? Das ist alles schon rausgerechnet, ne? Also das ist das Das wäre die reguläre Kaltmiete. Also wenn du jetzt die nicht, wenn du jetzt nur eine 300. Wohnfläche für Mietraum anmieten würdest, was hättest du? 300. 300. Da bist du ja bei Faktor 3 schon fast. Ja. Okay. Ist ein Wort. Genau. Genau, aber das ist tatsächlich auch Leipzig und wahrscheinlich so nicht vergleichbar, wenn man einen alten Mietvertrag hat mit Essen beispielsweise, ne? Also ich zahle dafür 41 Quadratmeter in einer Top-A-Lage an einem A-Standort 300 kalt. Ich glaube, das ist unüblich in
alten Bundesländern. Also, weiß nicht genau, wie das in Essen ist, was da der Quadratmeterpreis ungefähr ist, also in der Innenstadt so. Aber ich gehe mal davon aus, dass der, ja, so bei 11, 12 € liegt. Nein, 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 auf keinen Fall. Also ich habe jetzt geguckt, du bist also bei 5,88 kalt. Nee, also Essen, die Innenstadt, City ist not the place to be, muss ich so sagen. Also das ist echt einfache Wohnlage. Es gibt ein paar Neubauprojekte, klar, gar keine Frage. Neubauprojekte sind immer spannend und so Ich weiter. bin bei 7,15 € kalt. Ach, 42, ich habe 51 jetzt gerade in den Kopf Nee, gehabt. nee, Okay. 42. 47 ist es ein Wert, den kannst du durchaus hier mit Jan auch ansetzen. Durchaus. Also, wir sagen immer so wirklich so: der allertiefste Punkt, wo wir sagen, das ist wirklich schon so, das tut richtig weh und darunter gehst du auf keinen Fall 6,50 € kalt. Ne? Dann hast du halt irgend so eine runtergerockte Bude oder du hast Nachtspeicher drin oder du hast irgendwie einen Eigentümer, der schon lange nichts gemacht hat und so weiter. Also, wir sagen wirklich so: der Boden, aber wirklich der unterste Boden ist 6,50 € kalt. Ne? Geht dann hoch, aber es ist so im Prinzip, also wir vermieten die besseren, also gepflegte Wohnanlagen, schöne Stadtteile, Rüttenscheid, Bredeney, Werden oder hier, also Essen ist quasi, du musst das so vorstellen, Essen ist gerade ein starkes Nord-Süd-Gefälle. Je nördlicher du kommst, umso einfacher wird das Ganze, weil im Norden sind halt so Städte wie Gelsenkirchen dran und so weiter. Es gibt eine Stadtautobahn, das ist die A40, das ist quasi Äquator, der fährt ziemlich genau durch die Mitte und die teilt quasi Nord und Süd. Je nördlicher, umso einfacher, je südlicher, umso besser. Im Süden gibt es übrigens noch viel Wald. Es gibt den Baldeneysee, die Ruhr ist ein bisschen gestaut, das nennt sich am Baldeneysee. Also halt viel Naherholungsgebiete und natürlich auch, das sind halt auch die gefragteren Teile. Und dann, klar, da sind wir zweistellig, da gehen wir bei 10, 12 €. Aber wie gesagt, am Bahnhof, also Bahnhof hat, Essen hat riesen, riesen Probleme mit Junkies und Obdachlosen am Bahnhof. Die kriegen mich vertrieben. Also das ist wirklich einfache Lage. Also wir haben ausgenommen, wir haben ein paar Neubauobjekte, die sind schön. Die sind auch, da bist du auch bei den 9 oder 10 € auf Landen auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, also Bahnhofsnähe ist in der Regel wirklich einfach, einfach. Ne? Okay. Genau. Und 7 € noch was kriegst du durchaus auch was reguläres, was im vernünftigen Zustand ist, in einem Median kriegst du es ohne weiteres durch, ja. Perfekt. Also das sind halt, also was ich als A-Lage bezeichnen würde, ist, das muss man vielleicht ja auch nochmal erklären, damit das rund ist, weil eine A-Lage für einen konventionellen Mieter ist ja nicht unbedingt eine A-Lage für einen Kurzzeitmieter. Absolut Premium ist immer nah am Hauptbahnhof. Also am besten fußläufig zu erreichen in unter 10 Minuten. Eine super gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel in jede Richtung. Das auch. Also wenn man sowas hat, das ist super. Und fußläufige Innenstadt. Also dass man schnell an Einkaufsgeschäften ist, aber auch an Supermärkten. Und dass die Sehenswürdigkeiten in der Stadt auch alle also zu Fuß erreichbar sind. Ja, also so, dass man, wenn man sowas hat, dann hat man sowohl Geschäftsreisende als auch Touris auf seiner Seite und dann hat man eigentlich das komplette Spektrum einmal abgedeckt. Also man wird eh nicht die Leute kriegen, die in einen bestimmten Stadtteil wollen, weil die Kinder beispielsweise dort wohnen oder ne, weil man direkt in der Umgebung sein möchte, wo man sich am meisten aufhalten wird. Ich habe auch in einer nicht so guten Lage, mit einer guten Anbindung, aber immer wieder Gäste, die halt auch einfach in dem Stadtteil Gohlis, wo ich die Wohnung habe, die immer wieder dort mieten und sagen, sie besuchen Freunde, Bekannte, Verwandte. Und oder haben dort tatsächlich Arbeit, ne? Ist irgendeine Baustelle direkt in der Nähe. Das kannst du nie beeinflussen. Aber wenn du so eine Top-Lage hast, hast du eigentlich immer für Auslastung gesorgt. Da musst du dir dann kaum Sorgen machen. Jetzt ist es bei uns ja so, Frillendorf ist keine schlechte Lage, keine schlechte Anbindung. Ich kenne mich nicht ganz so gut in Essen aus, aber ich meine, es sieht zumindest nicht schlecht aus. Es ist nicht allzu weit vom direkten Zentrum entfernt. Und man hat, wie gesagt, dieses Gewerbegebiet, ne, was jetzt ja auch gerade gebaut wird. Das bedeutet, man hätte eventuell auch
Chancen dort auch langfristig möglich, vielleicht einen Bauleiter oder irgendwie irgendwas beherbergen zu können. Und ansonsten für eine gute Auslastung ist halt auch immer entscheidend, dass die Wohnung möglichst klein ist. Also weil je kleiner die Wohnung, desto günstiger das Preis-Leistungs-Verhältnis und desto eher buchen halt die Leute, die jetzt zum Beispiel wirklich nur mal ein Homeoffice brauchen oder auf Durchreise sind, die buchen halt keine Dreiraumwohnung. Okay, ja, alles passt, alles klar. Aber die Frage war ja letztendlich, was ist denn der Aufwand später? Also, wenn du jetzt wirklich, du hast das Objekt in deinem Management drin, was hast du doch für einen Folgeaufwand? Also, kannst du das ungefähr auf, kann man das so pauschal sagen? Kann man das sagen pro Buchungstag oder pro Gast oder kann man das im Schnitt auch sagen? Ich kann einen Schnitt sagen in Leipzig. Für Katlenburg ist es gerade noch ein bisschen zu früh. Also man kann sich vorstellen, man hat eine gewisse Einarbeitungszeit mit dem Personal vor Ort. Man hat auch eine gewisse Kommunikation zwischen Eigentümer und Mieter am Anfang. Das hatte ich in Leipzig, das hatte ich in Katlenburg, beziehungsweise in Katlenburg ist es immer noch ein bisschen aufwendiger, aber im Schnitt bin ich in Leipzig mit meinen beiden Wohnungen bei einer halben Stunde in der Woche. Also. Das ist ungefähr die Range. Also ich bin bei 2 Stunden im Monat. In Katlenburg würde ich gerade noch grob schätzen, 1 Stunde die Woche ungefähr. Bin dort ja aber auch nur verwaltend tätig. Und in Chiang Mai in Thailand sind es gerade tatsächlich auch ungefähr 1 Stunde in der Woche. Aber es ist auch einfach sehr, sehr wenig los. Es kann sein, dass das nochmal ansteigt. Aber da bin ich gerade in den Automatisierungsprozessen voll drin. Also da wird nach und nach jetzt das Guidebook gemacht, da wird ganz viel auf Thailändisch gerade übersetzt und auf Chinesisch. Und deswegen, das dauert noch ein bisschen, bis das komplett optimiert ist. Aber wenn das optimiert ist, gehe ich auch davon aus, dass mich das maximal eine halbe Stunde in der Woche kosten wird. Nicht mal wahrscheinlich. Okay, aber das ist ja, ja, ich will jetzt nicht sagen vernachlässigbar, aber doch überschaubarer Aufwand, ne? Und wenn ich nicht täusche, sind das auch Aufwände, die du remote hast. Also das heißt, du kannst ja jetzt mal jetzt ganz plakativ gesagt, du kannst ja auch auf Mallorca auf einer Insel mit WLAN auf dem Notebook oder auf dem iPad machen oder sowas. Also das ist jetzt nicht was, was man irgendwie zwingend irgendwie im Büro oder vor Ort machen muss, ne? Genau, also wenn man es kumuliert, komme ich auf 1/2 Stunde. Wenn man es auseinanderklabüstert, kann man sagen, pro Gastaufenthalt sind es ungefähr 2 bis 3 Minuten. Einfach die Gastkommunikation, die man nicht vollständig automatisieren kann, gerade wenn Nachfragen kommen, wenn eine Frage kommt, ob man später einchecken kann oder später auschecken kann oder früher einchecken kann, ob man noch einen Tag verlängern kann. Ne? Das sind so Sachen, die kann man nicht vorhersehen. Die kann man also auch nicht in automatisierte Nachrichten reinpacken. Zumindest nicht weitestgehend, so immer sofern eine Frage gestellt wird, wo eine Antwort vonnöten ist. Und dann ist es eigentlich nur noch die Koordination mit dem Putzpersonal. Und was aktuell tatsächlich am meisten Zeit frisst, klingt ein bisschen hochtrabend, aber es sind tatsächlich die Gastgeschenke zu koordinieren. Also diese ganzen Produktplatzierungen so zu organisieren, dass die Reinigungskraft das bekommt, dass das im Lager liegt, dass die Sachen etikettiert sind, wie viel davon wohin kommt und so, dass das organisiert wird. Ja, ich höre schon, die Krone, die drückt schon. Ne? Das ist, ja. Verstehe. Produktplatzierungen müssen platziert werden, das ist schon ein Aufwand. Das ist, Kevin. Ja, man möchte nicht mit dir tauschen wollen. Ja, Okay. ich auch nicht. Aber ich denke, wenn ich jetzt einmal ein Resümee ziehe, also wenn wir davon reden, von einem Objekt, was läuft, also was schon ongoing ist, halbe Stunde pro Woche. Und ein Objekt, was quasi gerade zum Laufen gebracht wird, weil du hattest ja gesagt, das Objekt hast du jetzt neu in Thailand gebracht. Du hast jetzt ja diese Going Live-Sachen, wie übersetzen, das sind ja Einmaltätigkeiten, wenn das eine Stunde ist, dann ist alles noch in meinen Augen noch sehr, sehr überschaubar. Also ich denke mal, dass das ja wird sich wahrscheinlich über, ja, ich weiß es nicht, also ich würde es nicht vernachlässigbar sagen, und das wäre vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber wir kommen ja auf jeden Fall später, wenn das Objekt ja in der Vermarktung und Vermietung drin ist, werden wir auch mal vielleicht auch mal zwei, drei Sachen dazu zeigen zu den Tools oder allgemein mal, wie so ein Management aussieht, wie sowas funktionieren kann. Du hast ja schon viele Sachen angeteasert, was alles automatisch läuft mit diesem automatischen Booking und sowas. Und jetzt, was du sagtest mit dem Tool, wo du Fragen reinkriegst, da haben wir sogar was für.
Wir haben ja auch bei uns in unserer Hausverwaltung haben wir auch immer dieselben Fragen oder oft immer dieselben Fragen dabei. Und deswegen haben wir so ein Tool, was quasi nichts anderes macht, außer du sagst zum Beispiel, ich habe einen Text, den schreibe ich 10-mal am Tag, den hinterlegst du da drin und dann hast du einfach eine Eingabe, wo du sagen kannst, wenn du das eintippst, dann tippt er den kompletten den Text für dich ab. Ne? Also quasi, als wenn du den Text selber abtippen würdest. Sowas ist das. So, das wäre auch zum Beispiel ein Tool, was vielleicht auch vielleicht davon profitieren könntest, was mir jetzt gerade auch eingefallen ist, wo du halt Standardtexte wirst, weil wir haben bei uns auch, es sind echt immer 80% sind Fragen immer gleich. Du hast bei der Vermietung immer dieselben Fragen, bei Verkäufen dieselben Fragen. Wenn irgendwas ist mit den Mietern, die haben auch immer sehr ähnliche Fragen. Und da haben wir einfach angefangen, wir haben gesagt, okay, jede Frage, die einmal gestellt wird, dafür gibt es immer so eine automatische Antwort. Ne? Wir wollen natürlich darauf achten, dass es nicht so wird wie, ich fand früher, ich weiß nicht, ob du das kennst, eBay. Fand ich damals ganz ekelhaft. Egal, was du immer gefragt hast, es kam immer dieselben Standardantworten raus. Ne? Also, das soll es auf keinen Fall werden. Also, man soll natürlich, wenn es gut gemacht ist, merkt man es nicht, dass es eine automatische E-Mail ist. Aber es ist wirklich sinnfrei, wenn nicht jeder Gast oder weiß nicht, wenn du 100 Buchungen hast und die von den praktisch jeder zweite nur, das sind 50 Leute, die fragen dich, kann ich auch vor 12 schon einbuchen? Vielleicht ist es 11:30 Uhr möglich. Ne? So, und du musst nicht 50 Mal denselben Text schreiben. Ne? Also, das ist. Ja, das ist dressierte Affenarbeit, sagen wir dazu immer. Ne? Das ist einfach Arbeit, die kannst du einmal gemacht haben und dann immer auf Knopfdruck wiederholen. Ne? Und das wäre, aber da kommt vielleicht noch später darauf, dass, wenn wir halt bei dem Punkt sind, wo wir live gehen, da werden wir mit Sicherheit mal so ein paar Sachen mal über deine Schulter schauen, Kelvin, dass du uns einfach mal zeigst, wie funktioniert automatisch Booking? Wie macht man das? Wie läuft das ab? Kann ich dem System da auch ganz vertrauen? Oder ist das ein Ding, was irgendwie auch noch irgendwie doch Pflegeaufwand hat und so weiter? Da bin ich mal sehr gespannt drauf, auf jeden Fall. Nee, können wir gerne mal einen Walkthrough machen. Es wird bei mir in im nächsten Geschäftsjahr sozusagen wahrscheinlich einen Wechsel geben, einfach weil ja doch noch mehr Objekte in Planung sind. Und ja, das wirst du auch kennen. Es gibt gewisse Tools, die sind cool und erreichen dann aber irgendwann eine Grenze. Und dann brauchst du was anderes, was professionelleres, was größeres, was einfach mehr gecodet hat, um einfach einen besseren Überblick für alle zu gewährleisten. Und das wird dann wahrscheinlich kommen, aber auch da kann man den Wechsel ja mal ganz gut mitnehmen vielleicht und mal zeigen, warum ich wechsle, warum der Anfang mit dem anderen Tool besser war und warum so ein Wechsel nötig ist. Genau, aber ansonsten beschränkt sich meine Auswahl an Tools eigentlich auf zwei Stück aktuell. Und die reichen völlig, die bilden genug ab. Genau, und dann kommt ja meine eigene Plattform noch, aber da müssen wir jetzt noch nicht genug, noch nicht zu viel reden, weil das ist alles noch im Aufbau. Aber wenn die so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann nehme ich den Schmerz von ganz vielen Leuten und von ganz vielen Schultern. Und das sollte dann auch nochmal die nötige Automation bringen. Okay, genau. Deswegen ist aber das Thema heute, wir wollen ja zu Zahlen kommen, ne? Zahlen, Daten, Fakten heute. Kevin, ich mach mal meinen Desktop oder beziehungsweise mein Excel mal an, weil wir haben ja was vorbereitet, ne? Und zwar siehst du mein Excel? Super. Also, wir haben angefangen, alles, was wir bestellt haben oder alles, was halt angeschafft werden muss, haben halt die erfasst in Spalte A. Ich habe hier die Bezeichnung, wie die halt hießen. Also wundere dich nicht über, keine Ahnung, hier Neve, Stehleuchte, Wolke oder was. Ne? Das ist halt eine Stehleuchte. Ne? Wir haben aktuell zwei Bestellungen abgeschickt. Das siehst du, die erste Bestellung hört hier auf bei Versand Sperrgut. Dann kam die Fototapete, das Bett und dann kam hier nochmal eine extra Bestellung, endet auch mit der Versandpauschale. Ich habe hier die Anzahl der Sachen, wobei wir nur zweimal hier was doppelt hatten. Einzelpreis netto und brutto ist vielleicht daher, also es ist je nachdem, wie man das Ganze macht. Wenn du als Unternehmen kaufst, hast du natürlich die Vorsteuerabzugsmöglichkeit dabei. Deswegen habe ich also schon Vorsteuer extra ausgewiesen. Und weil sich jetzt zum 1.1., also so wie es aussieht, wieder auf 19% hochgeht, deswegen habe ich jetzt extra dazu geschrieben. Ne? Das heißt, der ist variabel, der wird ja dementsprechend, wie gesagt, nächste Woche ja ein anderer sein, dass man das berücksichtigen kann. Ich rechne dementsprechend die Mehrwertsteuer einzeln aus und dann kommt noch den Gesamtbruttobetrag. Das heißt also, das ist nur interessant, wenn du optiert hast und dementsprechend die Vorsteuer halt vorne rein abziehen kannst oder nicht. Ne?
Hier bestellt am und eingetroffen am ist einfach nur intern. Das geht nur darum, dass wir halt nachvollziehen möchten, wenn wir bestellt haben, dass die Ware halt auch angekommen ist. Weil, wie gesagt, wir haben jetzt hier 19 Artikel drin. Dann zweimal Versand ist mit drin, also 18 Artikel. Und wir sind ungefähr bei der Hälfte. Das heißt, es werden, weiß nicht, vielleicht 40 Artikel werden. Und da kann durchaus mal passieren, wenn davon ein oder zwei fehlen. Das würde ich nicht sofort bemerken. Wahrscheinlich erst dann, wenn wir irgendwie den Check machen und alles schon fertig ist. Und dann würden wir sagen, oh, wo ist das Teil oder sowas, ne? Daher Aber also ist einfach. das Bett schon da? Ganz kurz. Nur eine Nee, Frage. hast du recht. Das Das hätte mich gewundert, wenn das nach 2 Tagen kommt. ist richtig. Ich habe das einfach nur runterkopiert, deswegen. Ja, nee, Bett ist noch nicht da. Die Tapete ist da. Also es ist eigentlich alles da, was wir bisher bestellt haben, abgesehen von dem Bettchen. Ne? Genau. Also auch das ist ja also einmal hier der Bereich Anschaffungen. So, jetzt habe ich die Frage, die Sachen haben eine bestimmte Haltbarkeitsdauer. Ne? Also es gibt hier zwei Gründe. Das Ding kann entweder kaputt gehen durch Abnutzung. Oder das Ding kann auch vielleicht auch aufgrund von modischen Erscheinungen vielleicht nicht mehr up to date sein. Das heißt also, wir haben jetzt einfach angesetzt, dass man jeden Gegenstand, den man hier kauft, auch irgendwann wieder neu beschaffen muss. Deswegen haben wir einfach hier die Tabelle gemacht: Abschreibung real. Mit real ist es deswegen bezeichnet, es gibt noch eine Abschreibung fürs Finanzamt. Ne? Nennt sich dann AFA-Tabelle: Abschreibung für Abnutzung, AFA. Die haben wir außen vor gelassen. Dabei gibt es nämlich auch zu berücksichtigen GWG, also es sind dann geringwertige Güter. Das sind alles Sachen. Wir berechnen jetzt alles komplett 100% ohne steuerlichen Bonus. Das heißt also, wir rechnen nicht ein, was du abschreiben kannst. Wir rechnen nicht ein, was du in der GWG sofort abschreiben kannst. Wir rechnen nicht ein, was du bei AFA abschreiben musst. Die Rechte dann, weil da müsst ihr auch deinen persönlichen Steuersatz wissen. Wir müssen auch dementsprechend wissen, was ist dein persönlicher Steuersatz, wie kannst du der V&V wieder mindern, Geld machen. Das sind alles Sachen, die kannst du oder dein Steuerberater mit Sicherheit beantworten. Aber ich finde auch grundsätzlich ein Geschäft, das nur sich dann rechnet, wenn ich meinen Steuerkickback kriege, ist kein gutes. Ne? Deswegen bin ich der Meinung, wenn sich diese Kalkulation ohne Steuerbonus, also Kickback ist jetzt vielleicht ein bisschen spöttisch gesagt, aber halt ohne steuerliche Abschreibung sich rechnet, dann ist das der Bonus, den du on top kriegst. Ne? Aber das darf niemals aus meiner Sicht mit einer Grundlage sein für ein Geschäft, weil wenn sich was ändert, wenn was anders doch abgeschrieben werden muss oder was, dann hast du so viele Faktoren, die kannst du nicht beeinflussen. Also das ist für mich mal der Bonus, der on top dazu kommt. Und wenn du den kriegst, dann ist schön, das macht dein Geschäft noch schöner, aber ein Geschäft darf sich niemals mit der Steuer erst rechnen. Das ist auf meinerseits also absolutes No-Go. Wie immer bei Immobilien, Cash is King. Das heißt, solange du liquide bist, hast du ganz gute Karten. Wenn du es nicht bist und du fängst an, irgendwelche Reparaturen zu schieben, dann kommst du in einen Sog rein, da willst du nicht landen. Ne? Und wir haben viele, viele Objekte, die wir betreuen, viele Kunden, die wir betreuen. Und ich kann euch sagen, die einzigen, die Schwierigkeiten hatten, sind die, die nicht liquide waren. Wir können technisch jedes Problem lösen. Wir können kaufmännisch jedes Problem lösen, solange Liquidität da ist. Daher also sagt für mich immer der Grundsatz, ein Geschäft muss sich zwingend ohne Steuerbonus schon von vornherein rechnen. Und der Steuerbonus, Abschreibung kommt immer nur on top, niemals mit eingerechnet. Meine persönliche Meinung, wie ihr es macht, wir sprechen mit eurem Steuerberater oder redet das selber durch. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht kann ich es nur so empfehlen. So, das dazu und was natürlich ganz wichtig ist, wir sind kein Steuerberater. Das heißt, wir dürfen ja gar nicht und wir wollen auch gar nicht nach irgendwelchen steuerlichen Abschreibungen beraten oder beratend tätig werden. Das dürfen nur Deutschland nur Steuerberater. Wir sind keine, wir wollen keine sein. Deswegen, also auch das ist kein steuerlicher Tipp oder sowas. Ne? Bitte alles mit deinem Steuerberater besprechen und nicht mit uns. Ne, Kevin? Jo, genau so ist Okay. es. Disclaimer ist auch aufgesagt. Also, kommen wir zur Tabelle. Wir haben jetzt Folgendes gemacht. Wir sind davon ausgegangen, also im Prinzip habe ich jetzt einfach nur die Bestellliste aus der ersten Tabelle rüber kopiert, den Bruttopreis genommen und ich habe gesagt, jetzt zum Beispiel die Stehleuchte hat eine Nutzungsdauer. Ich habe hier habe ich einen Reiter Berechnungen. Das heißt, hier siehst du die Anzahl der Tage. Ne? Also, wir kaufmännisch, also wir haben 360 Tage gerechnet, 365. Das heißt also, ich habe hier einfach hochgerechnet. In dem Fall gehen wir davon aus, dass die Stehleuchte Wolke nach 3 Jahren entweder kaputt ist oder uns nicht mehr gefällt und dass sie quasi dann neu angeschafft werden könnte.
Wir haben, ich muss aber ganz klar sagen, Grundsatz eines Kaufmanns ist eine vorsichtige Schätzung. Das heißt, ich habe immer im Zweifel immer schlechter geschätzt. Also, ich meine, ich habe eine Stehleuchte zu Hause, die ist älter als 3 Jahre. Ne? Jetzt muss ich aber auch sagen, ich bin kein Experte für Kurzzeitmiete. Ich weiß sogar, die Abnutzung höher ist. Aber ich habe einfach gedacht, eine Stehlampe kann durchaus auch 5 Jahre halten. Aber als vorsichtiger Kaufmann habe ich gesagt, nein, die ist nach 3 Jahren schon abgeschrieben. Wenn die ja nicht kaputt ist nach 3 Jahren und du hältst noch 2 Jahre, dann hast du eher diese 1,95, die jetzt die Abschreibung pro Monat quasi dir virtuell kostet, die hast du ja als kompletten Gewinn dabei, weil der nicht anfällt durch den Neukauf. Das heißt, du sagst, wir gehen einfach nur davon aus, dass wir vorsichtig geschätzt die Abschreibung für die Anzahl der Jahre einsetzen. Daraus dividieren wir quasi den Bruttokaufpreis durch die Nutzungsdauer und dann haben wir dementsprechend eine Abschreibung pro Monat, die sich daraus ergibt. So, das ist im Prinzip schon alles. Also, ich habe hier zum Beispiel auch hier, wenn du guckst, wir haben so einen Bluetooth-Lautsprecher. Habe ich jetzt Abschreibung nach einem Jahr, habe ich reingesetzt. Ne? Ich glaube nicht, dass das Ding nach einem Jahr kaputt ist. Sehr wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht ist das weg oder wie auch immer. Deswegen, wie gesagt, diese Tabelle ist wirklich sehr, sehr defensiv gerechnet, weil wir einfach davon ausgehen, wenn es nicht so dunkel eintrifft, wie das hier geschätzt oder wie das hier angesetzt ist, ist es für dich nur zum Positiven. Ist genau mit der Steuer. Ne? Rechne die Steuer-Kickback nicht mit ein und dann ist jeder Verdienst mit der Steuerverdienst ist halt direkt dein Bonus noch on top. Und so ist das hier mit der Tabelle auch. Wir haben also dementsprechend alles eher negativ angesetzt als positiv. Ne? Jetzt habe ich, wie gesagt, aktuell, was wir alles bestellt haben, oder hier habe ich auch die Fototapete. Ne? Die wird sich nicht abnutzen. Die Tapete bleibt dran, bis wir die halt von der Wand abgekratzt wird. Ne? Aber trotzdem habe ich gesagt, die muss ja abgeschrieben werden. Ich habe ja ein Invest. Ein Invest muss über einen gewissen Zeitraum abgeschrieben werden. Und wie gesagt, wenn ich die Tapete in 10 Jahren noch an der Wand habe, dann bin ich ja nur positiv dabei. Also von daher, wie gesagt, es ist vorsichtig gerechnet, es ist defensiv gerechnet. Aber das ist, finde ich, immer der Grundsatz eines vorsichtigen Kaufmanns, dass man da sich nicht mit übernimmt und immer auf der sicheren Seite ist. Kevin, vielleicht kannst du mal was dazu sagen. Wie siehst du denn die ganzen Werte hier drin? Ne? Ich habe hier zum Beispiel auch einen WC-Sitz 3 Jahre zum Beispiel abgeschrieben. Ne? Oder was haben wir noch Wahrscheinlich hier? sogar realistisch. Also wenn man jetzt mal so guckt, nee, es gibt von meiner Seite aus gar nicht ganz so viel hinzuzufügen. Bei dem Bluetooth-Lautsprecher ist es durchaus realistisch, dass man mit der niedrigsten Spannweite rechnet, einfach weil es ja tatsächlich sein kann, dass es geklaut wird und der Reinigungskraft vielleicht nicht auffällt. Na? Und dann, also im Falle eines Auffallens wird der Schaden direkt geltend gemacht, weil der Gast mit all seinen persönlichen Daten, die er hinterlässt, einfach zur Rechenschaft gezogen werden kann und nachgewiesen werden kann. Ey, in der Checkliste von der Reinigungskraft war es vor deinem Aufenthalt da, nach deinem Aufenthalt nicht mehr oder kaputt. Ne? Also das darf man auch nicht außer Acht lassen. Wenn die Reinigungskraft eine gute Checkliste hat, beziehungsweise einen guten Überblick über die Wohnung, die Wohnsituation, hat man immer den Vorteil, dass man weniger Risiko hat, weil die Sachen alle über die Versicherung laufen. Ja, also, so, bei Airbnb gibt es zum Beispiel eine Gastgebergewährleistung, die Schäden bis zu 800.000 Euro abdeckt. Also auch wenn da jemand auf die Idee kommt, er feiert zu hart und macht einen riesen Wasserschaden und macht da, zerlegt da alles einmal, sind wir da eigentlich auf der sicheren Seite. Ich glaube nicht, dass man Schäden von 800.000 Euro in dem Fall von der Wohnung, die wir jetzt haben, verursachen kann, in Zeitpunkt XY, ohne dass das auffällt und vorher gestoppt wird. Glaube ich. Da muss ich anstrengen. Ja, und ansonsten macht das ja alles Sinn. Ne? Man braucht eine gewisse Abschreibung, gerade auch so eine Kaffeemaschine, ne? Das ist in der Regel, kauft man, der De'Longhi-Kaffeemaschine ist jetzt auch noch eine Qualität, die man kennt, ne? Das ist eine Marke, die bekannt ist. Unsere De'Longhi läuft schon seit über 4 Jahren. Die läuft zuverlässig, die sieht nicht aus, als würde sie schlapp machen. Aber man muss ja auch mit einrechnen, Verschleiß ist eventuell verkalkt, ne? Man hat nicht so eine Kontrollfunktion, da muss die Putzkraft wirklich dann auch immer mal wieder drüber gucken, eine Entkalkungstablette reinwerfen und ne, das muss man alles so ein bisschen koordinieren. Das ist dann meine Aufgabe und ansonsten sieht aber alles ganz solide aus.
Also, ne, hier, das Tafelbesteck, ne, es wird in der Regel auch länger als ein Jahr genutzt. Aber wer weiß genau, da ist mal eine Gabel verschwunden, dort ist mal was verschütt gegangen, da hat jemand mal einen Kaffeelöffel aus Versehen mit in den Müll geschmissen und es fällt nicht auf. Ne? Das sind so Kleinigkeiten. Die Reinigungskraft wird definitiv nicht dastehen am Besteckkasten und alles nachzählen, ob alles da ist. Also, und das sind so kleine, das tut ja auch nicht weh. Ne? Also wir Das gucken jetzt erhöht auf ja die den Zahl. Also Preis. wenn jetzt wirklich das ganze Besteck nachzählen lässt, bei jedem Aufenthalt, ne, nach jeder Reinigung, das muss ja bezahlen. Also die wird ja einen Stundensatz ja aufrufen. Ne? Genau, und Auch wenn jetzt bei dem, 17 Euro. genau, wollte ich gerade sagen, also wir reden über 17 Euro. Das heißt, wenn ihr das Ding irgendwie nach 30 Vermietungen jedes Mal irgendwie 10 Minuten durchgezählt hat, ist der Stundensatz oder der Stundenlohn noch schon höher als die Neubeschaffung dabei. Ne? Genau. Und wenn man da in dem Fall dann halt mit einem Jahr rechnet, also ich persönlich würde vom Gefühl her sagen, das hält 5 Jahre. Ne? Also da, aber wir müssen es ja nicht auf 5 Jahre hochprügeln, wenn es so lange hält, ist gut. Wenn es nach einem Jahr durch ist und abbezahlt, ist es immer besser für uns alle. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wir haben jetzt gerade einen aktuellen Stand von 1400. Ihr seht das, nee, gerade seht ihr es nicht. Einen aktuellen Bestellbestand. Ich habe Du bist 1783, nun 73. oder so, ja. Oder so. Genau. Gut, aber zweimal versandet, aber das sind ja irgendwie 8 Euro noch was. Also das sind 9 Euro. Noch, nee, das kann nicht sein. Also ich habe jetzt, wenn ich jetzt alles hier zusammengehe, habe ich 1788,73. Ich würde davon ausgehen, dass da vielleicht noch 1300 dazukommen. Da muss man jetzt auch gucken, wie man an Rollos kommt, wie man das am effektivsten, ne? Also Rollos sind nochmal preisintensiv. Da haben wir heute den Check gemacht. Die werden wir wahrscheinlich aussortieren. Vielleicht lösen wir es auch einfach mit Gardine, weil das einfacher ist und auch wohnlicher aussieht. Müssen wir mal einen Blick drauf werfen. Wird wahrscheinlich aber Sinn machen bei der Fensterkonstruktion, die drinne ist, dass man da einfach mit zwei Vorhängen arbeitet, die verdunkelnd sind. Und ansonsten fehlen noch ganz viele Kleinigkeiten. Es fehlt noch ein relativ großer Posten, der Bettwäsche heißt. Da landen wir auch nochmal so bei 400 Euro, ein bisschen mehr vielleicht. Okay. Aber ansonsten haben wir jetzt so die riesigen Posten haben wir. Und genau, also ich schätze, wir landen so bei 3,5, ganz, ganz grob, vielleicht ein bisschen weniger. Und dann sieht man ja ungefähr die Abschreibung pro Monat, steht da ja jetzt bei 40. Ich denke, die wird so auf 100 hochgehen. Pi mal Daumen kann man natürlich alles so genau nicht sagen. Kommt natürlich auch auf die Lebensdauer von den Sachen an. Ja. Genau, aber das ist, denke ich mal, eine ganz solide Sache. Das ist ganz spannend, weil das ist ja, sind ja viele Firsts mit uns, ne? Ich habe noch nie die Eigentümersicht gesehen, noch nie. Es hat noch nie ein Eigentümer mitmöbliert und so eine Liste mal gefüllt. Deswegen diese Prozesse so kenne ich auch noch nicht. Deswegen ist das für mich auch immer ein großer Lernfaktor, mit dir hier zu sitzen und aus deiner Sicht die Sachen zu hören und zu sehen. Da gibt es ja verschiedene Wege. Jetzt weiß man, okay, 100 Euro pro Monat, dann rechnen wir ungefähr mit 3.200 Quatsch, 1.200 im Jahr. In 3 Jahren sind es 3.600, dann hätte man Pi mal Daumen in 3 Jahren alles durch, kumuliert. Na, also manche Bestände fallen ja nach einem Jahr schon raus, die anderen bleiben ein bisschen länger drin, na, ungefähr kumuliert, kommt man dann auf 3 Jahre Abschreibung. Und jetzt könnte man ja verschiedene Wege gehen. Da müsste man einfach mal durchschauen. Ne? Also entweder gibt es die Möglichkeit, dass man selbst alles möbliert. Da hat man dann keine erhöhte Miete mit der Abschreibung, die ja dann logischerweise wahrscheinlich irgendwo auftauchen muss. So. Einer muss ja beschaffen, einer muss ja die Sachen, muss ja einer stellen. Ja? Aber das ist genau Genau. der Punkt, den du sagst, weil du bietest ja das ja auch mehrere Möglichkeiten an. Du hast ja mehrere Optionen dabei. Ne? Genau. Ja, es kommt einfach auch auf die Einstellung an. Ne? Also bei dir ist es jetzt so, kumuliert kann man sagen, nach 3 Jahren machst du gutes Plus. So, beziehungsweise fällt dann vielleicht für mich ein Kaltmieteposten weg. Dann
an und man kann nochmal sich neu zusammensetzen und neu verhandeln oder neu besprechen, strategisch planen, vielleicht neue Sachen einfügen, austauschen. Das muss man dann halt in 3 Jahren sehen. Es gäbe noch die Möglichkeit, dass ich davon zurücktrete und sage, ey, ich mache so lange keinen Plus, bis das komplett zurückgezahlt ist. Also keine Ahnung, wenn wir jetzt von 3.500 ausgehen, dass ich sage, hey, okay, die Miete ist so hoch, standardmäßig, du erhöhst dir so ein bisschen, dass es dir Spaß macht als Investor, dass du was davon hast, dass du das mit mir gemacht hast. Und die Möbel schauen wir uns nackt daneben an und die werden komplett abbezahlt. Und wenn das der Fall ist, dann fängt das ganze andere Rad an zu spinnen und der Posten fällt einfach weg. Das könnte man machen in unserem Fall jetzt. Da braucht man dann halt eine gute Geschäftsbeziehung, würde ich sagen. Und jemanden, der halt sagt, okay, ich gehe in Vorleistung, der andere sagt, okay, ich gehe nicht ins Plus, bis das durch ist, also bis da diese Schuld aufgewogen ist und man dann halt clean startet. Oder man sagt halt, okay, man macht beides zusammen und man hat dafür dann halt eine höhere Kaltmiete. Und oder man macht eine prozentuale Beteiligung, dass ich jetzt davon zurücktrete und sage, hey, nee, ich mache das nicht, ich sage hier nicht den großen Posten ein, sondern ich nehme 30% und du kriegst 70% davon ausgezahlt und da hast du eine definitiv höhere Sache, als du jetzt mit Abschreibung und sowas im, also zumindest im Schnitt, ne? Manchmal nicht, manchmal schon. Das ist dann halt auch so ein unternehmerisches Risiko, wo dann vielleicht auch Eigentümer sagen würden, boah, da habe ich keinen Bock drauf, ich will meine feste Miete und das macht die Rendite bei der Bank gut. Alles andere ist es mir nicht, oder das wäre es mir nicht wert, oder ich habe eine höhere Steuerlast oder wie auch immer, ne? Also bei dir in deinem Fall ist es ja zum Beispiel auch der händische Aufwand, den du hast mit deinem System, dass das für dich nicht so in Frage kommt, weil du dich in Zukunft damit nicht extrem viel beschäftigen möchtest. Genau, da muss man dann einfach Wege finden oder Situationen durchspielen, wo man sagt, ja, das macht für beide wirklich Sinn. Und da dann einfach einen gemeinsamen Weg finden. Aber ich denke, egal für welchen Weg wir uns dann am Ende auch entscheiden, es wird sich auf jeden Fall rentieren. Wir haben das Spiel mal durchgespielt. Ganz am Anfang habe ich dir eine Zahl Ich in habe die. lass noch kurz zwei Sachen einmal. Also zum einen diese Tabelle, die werden wir auf jeden Fall immer pflegen. Wir können auch mal jedes Mal, wenn es dazu Neuigkeiten gibt, also sprich, wenn neue Sachen bestellt haben oder neue Sachen geliefert wurden, das einfach mal kurz immer darauf eingehen oder mal sagen, okay, wo stehen wir gerade als Wasserstandsmeldung? Das Zweite ist, die Tabelle können wir gerne zur Verfügung stellen. Und zwar ist es so, die füllen wir jetzt ja, aber letztendlich ist es ja nichts anderes als eine Excel mit ein paar Formeln dahinter. Ne? Die kannst du oder die kann jeder ja von euch auch nutzen für eine eigene Kalkulation, wenn das will. Dazu richten wir noch was ein. Das Zweite, was ich noch gerade sagen wollte, vielleicht kannst du, Kelvin, noch mal deine Möglichkeiten für deine Dienstleistung. Vielleicht kannst du das, weil vielleicht, also ich kenne das ja, deswegen war das für mich jetzt verständlich, aber wenn man es erstmal hört, ist es vielleicht nicht ganz klar. Wenn wir da vielleicht das einfach nur so als Tabelle noch mal irgendwie, so als Flyer mal irgendwie zur Verfügung stellen könnten und dann vielleicht auch so, ja, jedem das plausibel oder einfach verstehen geben können. Das wäre vielleicht eine gute Idee, glaube ich. Vielleicht können wir die zwei Sachen für die nächste Folge vielleicht mal irgendwie nochmal im Hinterkopf haben. Ja, klar, Vielleicht kriegen das wir noch, weil definitiv ich hin. weiß, beim ersten Mal, wo du das erzählt hast, da war ich auch erst, habe gedacht, wie ist das und was ist damit gemeint und so weiter. Ich glaube, wenn man es vor sich hat oder ein paar Mal gehört hat, ist es einfacher zu verstehen, aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt nicht jedem das ganz einleuchtend war. Okay, ja, na klar. Also, vielleicht um das nochmal auf den Punkt zu bringen, das, was ihr jetzt hier gerade seht, ne? So, wir haben am Ende eine Abschreibung pro Monat berechnet. Und da gibt es halt diese Möglichkeit, dass man es entweder auf den Monatspreis draufhaut, auf die Netto-Kaltmiete, oder man stottert das sozusagen ab, bis die Summe dort nicht mehr existent ist und danach findet man eine neue Lösung. Ja, das kann man sich eigentlich vorstellen wie ein Kredit oder eine Einmalzahlung. Ungefähr. Genau, da müssen wir dann mal gucken. Ich zum Beispiel bin ja nicht auf das Einkommen durch dein Objekt angewiesen jetzt aktuell, weil ich lebe ja vorher schon. So, das heißt,
Das bedeutet, ich könnte sagen, okay, im Essen verzichte ich die ersten 8 Monate oder so auf Einkommen, was daraus generiert wird. Und wir machen das in einem Rutsch weg und nutzen die Sommermonate und danach starten wir mit null, also mit null Abschreibung und einer erhöhten Miete. Oder wir machen das so, dass ich halt von Grund auf Betrag XY zahle und das halt über einen gewissen Zeitraum. Und dann ist das ab. Na, da gibt es diese zwei Möglichkeiten, gäbe es für uns beide. Und alle anderen Beispiele mache ich, wie du schon gesagt hast, mache ich mal eine kleine PDF fertig, dass man da die Sachen sieht. Genau. Sehr gut. Damit man mit Geld verdienen, Kelvin, muss man ja Recherche betreiben. So, und das ist der nächste Baustein, den wir uns anschauen wollten. Und zwar ist es ja mal wichtig, dass man sieht, wie dicht ist der Markt, wie durchdrängt ist der Markt, wie hoch ist meine Konkurrenz, meine Marktbegleiter. Das heißt, vielleicht kannst du dazu zwei, drei Sätze sagen, weil das ist ja dein Spezialgebiet. Das heißt, wie machst du eine Recherche und wie sieht denn auch aktuell jetzt bei diesem Objekt genau denn die Marktsituation aus? Haben wir da einen starken Wettbewerbermarkt? Müssen wir irgendwie Angst haben, dass wir da irgendwie verdrängt werden könnten oder verdrängen wir jemanden? Sag mal vielleicht zwei Sätze dazu. Ja, kann ich gerne machen. Es ist wie überall, man hat natürlich einen gewissen Markt, den man kennen sollte, einen gewissen Überblick. Und das ist seien das jetzt Veranstaltungen, Events, Messen, ne, die man so auf dem Schirm haben sollte in der Stadt, in der man startet. Das habe ich tatsächlich für Essen jetzt nicht. Da habe ich aber ein Team im Hintergrund, die genau das für mich recherchieren. Also die Preise, die ich dann in der Kalkulation habe, sind schon ziemlich genau und haben genau sowas auch in der Berücksichtigung. Jetzt mit Covid, das ist eh ein bisschen Glaskugel, was wir hier machen. Was man aber in jedem Fall immer machen kann und was auch sehr einfach zu tun ist, für jeden kostenlos sofort umsetzbar ist, gibt die Stadt bei den großen Plattformen ein. In meinem Fall sind das jetzt Airbnb, Booking. Das sind die zwei Renner. Alle anderen Plattformen bilden eigentlich das ab, was man dort auf den beiden Plattformen findet. Das sind dann einfach nur Goodies, ne? Ob ich jetzt als Vermieter der Kurzzeitvermietung noch auf Agoda oder Fevo direkt bin, okay, aber ich werde da, wenn ich das inseriert habe, auf Agoda definitiv auch auf Booking sein. Das ist einfach so. Also Booking und Airbnb sind zwei Must-Haves, alles andere ist on top ganz nett. Deswegen kann man sich immer einen sehr, sehr guten Überblick verschaffen, wenn man diese beiden Plattformen einmal analysiert. Und was ich dann immer mache, ist, ich lege für mich einen Mindeststandard fest. Das ist bei jeder Wohnung zum Beispiel eine Kaffeemaschine, bei jeder Wohnung WLAN, bei jeder Wohnung, ne? Das sind so die verschiedenen Sachen, die man drinne hat. Ich habe einen Superhost-Status, also klicke ich das bei bei Airbnb dann in dem Fall auch an. Was Und heißt dann das? wird. Superhost, was musst du bestimmte Sachen dafür erfüllen oder was heißt das? Genau. Einen Superhost-Status bekommt man dann, wenn man eine XY-Anzahl an Übernachtungen in einem gewissen Zeitraum hatte. Also, dass man jetzt, damit gehen Sie einfach nur sicher, dass nicht jemand, der seine Wohnung einmal zum Oktoberfest anbietet, superhost wird, sondern dass du eine gewisse Regelmäßigkeit brauchst oder eine gewisse Anzahl im Jahr an Tagen, die du vermietest. Dann brauchst du eine mindestens 8,9 Sterne-Bewertung, also von 10. Also, nee, auf Quatsch, auf Airbnb sind es 4,8 von 5. Also, es ist sehr, sehr hoch, was du brauchst. Und du brauchst, du musst, guck nochmal drauf, nicht, dass ich was Falsches sage, aber du musst immer antworten. Also du brauchst eine Antwortrate von über 85%. Genau, das sind so diese drei Grundpfeiler. Das mit den Übernachtungen, mit den Mindestübernachtungen haben sie rausgenommen, jetzt aktuell zur Covid-Zeit. Ja, soll vielleicht situationsbedingt jetzt gerade sein, dass du jetzt gerade Genau. die erfüllen könntest, weil die Gegebenheit da nicht dazu das hergibt. Genau, zum Beispiel, beste Beispiele sind da halt Alpenregionen, Nord- und Ostsee. Wenn du dort hauptsächlich Touristen empfängst und das jetzt seit fast einem Jahr oder Dreivierteljahr nicht darfst, ist es natürlich schwierig, diese Zahl zu halten, die sie vorgeben.
Das Praktische dabei ist aber, dass wenn du selber Superhost bist, bist du das halt automatisch mit jedem Listing, was noch dazukommt. Ne? Das ist also, die wissen, du bist ein Top-Gastgeber. Und das wird hervorgehoben. Du wirst weiter oben gerankt. Die Leute können das eingeben und haben damit die Sicherheit. Was noch wichtig ist, habe ich vergessen zu sagen, du darfst keine Stornierungen haben. Also du brauchst eine Stornierungsrate von unter 1%. Aber kannst du den Storno selber, also kannst du das beeinflussen, die Stornorate? Ich darf nicht stornieren. Ach, du darfst nicht stornieren. Okay, verstehe, weil ich meine, wenn jetzt ein Genau. Gast auf einmal sich ein Bein bricht und deswegen nicht kommt, da kannst du ja schlecht was dafür, wenn er storniert, ne? Genau. Das Aber das ist ist was okay. anderes. Aber wenn ich storniere, das hat die Plattform unglaublich ungern, weil ich damit einen massiven Verwaltungsaufwand in Gang bringe, weil die für Ersatz suchen müssen, die müssen Entschädigungen eventuell zahlen. Und ich zahle tatsächlich, um mal diese Insights zu geben, als Gastgeber, wenn ich storniere, über 100 € Strafe für diese Stornierung. Ich meine, in manchen Fällen, ne, also ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Buchmesse. Buchmesse-Daten 2021 werden bekannt gegeben im März 2020. Ich selber habe aber nicht up to date die Preise angehoben dafür. Und die buchen bei mir eine Nacht für 38 € und bleiben drei Nächte. Ich kann aber regulär standardmäßig 180 verlangen die Nacht. Dann will ich die natürlich nicht drin haben. Ne, und wenn ich die dann storniere, nehme ich die 100 € in Kauf, weil ich 400 € mache, verliere aber sofort den Superhost-Status. Und der Superhost-Status ist schon so ein Proof of Concept. Ne? Also wenn du Superhost bist, dann zeigst du einfach, dass du gut bist, dass du verlässlich bist und dass du ja, dem Gast eine Sicherheit gibst. Und ein anderes weiteres Goodie ist, Airbnb schenkt jedem Superhost 100 € nach einem Jahr Superhost-Status. Also da kriegst du so einen 100 € Reisegutschein für Airbnb, logisch für Airbnb. Aber wenn man selber Gastgeber ist, reist man ja auch gerne über Airbnb selbst. Genau. Okay. Gut, also das heißt so zur Recherche. Du checkst auf jeden Fall Superhost nur mit in Genau, der. also ich selber, da ich Superhost bin, mache ich den Filter an, um einfach mal zu gucken, was es für Superhosts in Essen gibt. Dann lande ich mit den Filtern, die ich sonst noch habe, bei ziemlich genau einem Inserat in Essen. Und wir sind das aber nicht. Wir haben noch nicht inseriert, ne? Genau. Wir sind dann das zweite Inserat, was auftauchen würde in der Suche mit den Sachen, die ich eingegeben habe. Ne? Jetzt hat sich herausgestellt, heute, als du da warst, wir haben eine Waschmaschine im Keller, wir haben einen Waschtrockner, also einen Trockner im Keller. Wenn man das beides angibt, schon mal top. Gerade auch für kleine Familien, ne, die meinetwegen in einem 1,60-Bett-zu-dritt schlafen mit Säuglingen oder so, da geht immer mal was, wird immer mal was dreckig und man will waschen können. Wenn man sowas anbieten kann, breitet sich die ganze Zielgruppe nochmal aus, auch für Geschäftsreisende, die vielleicht länger bleiben oder überhaupt Langzeitaufenthalte immer super von Vorteil. Und damit ist das schon mal viel wert. Genau. Und wenn man da guckt, in Essen auf Airbnb eine Wohnung und die wird angeboten bei einem kurzfristigen Mietver, also wenn ich jetzt für Januar gucke, Mitte Januar, bin ich bei 63 € die Nacht, inklusive Airbnb-Gebühren, dann ist man so ungefähr bei 45 € die Nacht. Wenn ich langfristig in den März reingucke, bin ich bei 128 € die Nacht. Also wesentlich über dem Preis, was es taktisch ganz klug für die Leute, die lange im Voraus buchen. Bei Fluggesellschaften spart man Geld, bei Airbnb zahlt man in der Regel drauf und hat Last-Minute-Angebote, wo man dann wirklich am Ende Geld spart. Also man zahlt für die Planungssicherheit sozusagen. Bei Booking sieht es schon anders aus. Also wenn ich da jetzt gar keine Filter reinmache, haben wir 143 Ergebnisse, die wir bekommen. Aber wenn ich Filter eingebe wie very good, also das bedeutet 8 plus Bewertung, landen wir schon nur noch bei 91. Wenn wir dann Apartment eingeben, was wir ja in dem Fall sind, wir sind kein Hotel, landen wir bei 44. Und so kann man halt nach und nach und nach
reingehen. Wenn man zum Beispiel jetzt noch 4 Sterne angibt, ne, dann man noch mal weniger. Das möchte ich aber nicht angeben, weil wir keine Bewertung haben in dem Fall. Zumindest nicht mit Sternen. Das sind mehr Punkte bei Booking. Aber Free Wi-Fi, dann sind wir schon nur noch bei 41. Genau, das habe ich jetzt im Vorhinein noch nicht ganz gemacht. Ich mache es einfach mal mit euch zusammen. Ich kann ja auch mal den Bildschirm teilen. Vielleicht ist Ihr das könnt doch kurz cooler. erzählen, beziehungsweise was ich dann sagen würde, ich habe jetzt verstanden, wir haben jetzt also in ganz Essen mit uns vergleichbar bei Airbnb wohlgemerkt, du guckst ja gerade auf anderen Plattformen, haben wir einen einzigen Marktbegleiter. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Das heißt, wir werden viel Geld verdienen, oder? Auf jeden Fall nicht wenig. Genau. Also das hast du ganz gut verstanden. Hier, guck mal, gibt es zum Beispiel die 24-Stunden-Rezeption und es gibt genau einen Anbieter, der das leisten kann. Was Jetzt ist natürlich die Frage, haben wir eine Rezeption? Was ist die Definition von Rezeption? Self-Check-in haben wir auf jeden Fall. Deswegen klicken wir das erstmal nicht an. Aber alleine hier siehst du, Doppelbett haben wir nur noch 10 Mitstreiter. Wir haben ein Doppelbett drinne. Wir können jetzt hier noch Küche drinne, bedeutet schon nur noch 29 Mitstreiter. Laptop-friendly Workspace bedeutet nur noch 11 Mitstreiter. Und das haben wir alles. Balkon auch nur noch 11 Mitstreiter. Also du siehst, ja, Kaffeemaschine, 27 Mitstreiter, das ist schon sehr, sehr spannend. Da kann man echt aussortieren. Und wenn man das alles mal anklickt, was wir ja auch nur wirklich haben, Waschmaschine, und dann sieht man mit jedem Mal, was man anklickt, vor allem wenn man dann halt die Kombinationen hat, dass nicht mehr viel übrig bleibt. Wir haben jetzt hier noch ein Bad. Bad haben sie zum Beispiel auch nicht mehr alle. Ein Balkon, so, dann sind wir nur noch bei 5. Und Okay, ja gut, aber das heißt ja nur, du vergleichst ja momentan, was wir ja an Ausstattung haben oder was wir halt als, ja, als Package quasi haben, weil es ist ja nicht alles Ausstattung, ne? Aber es ist ja nicht damit garantiert, dass auch genau jeder Gast, der quasi da bucht oder der sucht, auch genau sagt, ich muss aber eine Waschmaschine haben, ich muss kostenlos Wi-Fi haben, ich muss Laptop-friendly haben, ich muss, ja gut, Badezimmer würde ich schon sagen, aber also weißt du, ich meine, also es ist. genau, also das, was ich jetzt angeklickt habe, also es ist Free Wi-Fi. Das suchen sehr, 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 sehr viele. Klar, wenn du Datenvolumen nicht genug hast, ne, das ist Genau. klar, ja, es ist theoretisch. Bad ist selbstredend, würde ich sagen. Balkon ist für alle Raucher super interessant. Wir Ja. können die Waschmaschine tatsächlich weglassen. Kaffeemaschine ist aber auch für viele wichtig. Und selbst wenn wir, guck mal. Wir haben zwei. Zwei. Doppelt so wie beim Airbnb. Genau, und du siehst hier aber, nur damit man das auch mal sieht, 170 € für 2 Nächte. Na, da sind die Booking-Gebühren natürlich drin. Das sind ungefähr 15%, kann man so sagen. Aber Geh mal kurz einmal runter zu dem Apartment, weil das war ja ein Two Rooms. Jetzt hast du den, warte, geh mal nicht auf diesen daheim, geh auf den anderen, der da drunter war. Da, Apartment mit Wohnflair. 134, das ist ja, ne, war ein Bedroom-Apartment, das ist ja quasi genau das, was wir quasi vielleichbar hätten. Wäre es na, ein ist ein anderes bisschen Apartment? groß, Okay, wäre aber doppelt so groß, ne? Wir haben, glaube ich, 26, also ein bisschen mehr als doppelt so groß, ja. ja, genau. Aber Das ist auch getrennt, das steht ja One Bedroom und Living Room. Okay, das wäre also auf jeden Fall nicht ganz vergleichbar. nee, hier steht nur One-Bedroom-Apartment. Okay, gut, aber das heißt ja, was da wichtig war, nur zu sehen, ist ja, wie hart umkämpft ist der Markt. Ne? Ist es ein Markt, wo wir davon ausgehen müssen, dass wir irgendwie Glück haben, dass das überhaupt jemand auf uns kommt, weil es 100 andere Angebote vergleichbar gibt, aber
Das haben wir auf jeden Fall festgestellt, sowohl im Forecast als auch jetzt nochmal, just in time. Ich meine, heute haben wir den 28.12., ne, dass also aktuell wirklich so ist, dass das auf dem Markt nicht viel Vergleichbares gibt. Das heißt also, die Möglichkeit da besteht, nicht in einem engen Markt irgendwie um ein paar Übernachtungen zu kämpfen, sondern dass wenn jemand wirklich die Kriterien sucht, die wir anbieten, die Chance sehr, sehr hoch ist, dass er bei uns landen wird. Ne? Genau, wir können ja auch noch mal gucken. In einem späteren Zeitpunkt im März haben wir 20 Ferienwohnungen, die in dem Moment dann zur Verfügung stehen. Genau, wir haben unsere Filter drin. Wir haben jetzt keine krassen Filter drin, sondern die Filter, die wir drin haben. Und wir landen bei durchschnittlich, also 55 Quadratmeter. Ja, okay, 74 passt auch nicht ganz. 107, das sind halt alles größere. Das kann man ja nicht beeinflussen. Hier sind es 28 Quadratmeter. Das passt tatsächlich ja das erste Mal ziemlich sehr, sehr gut. Oder du ja, ja, aber wenn ich mir das Stadtbild ansehe, also normalerweise, wir sagen ja immer, bei den ganzen Fotos, das erste Bild, das Startbild, das muss ja eigentlich dein Hingucker sein. Und wenn ich diesen Betonklotz da sehe, ne, ich weiß nicht, ob das wirklich, also ich kenne das Objekt, das ist Mülheim Forum, aber ich weiß, ob das wirklich jemand anzieht. Also, okay, aber juh. Genau, aber unabhängig davon, also wir sehen, es gibt Apartments, die sind auch in der Größe, 4 Nächte, 144 ist jetzt nicht die beste Marge, die man hat, aber immer noch total in Ordnung, ne? Also, und wir haben Konkurrenz, die sieht nicht gut aus, wie du siehst, ne? Du kannst ja hingucken, es ist jetzt auch das Bild, was du hier siehst, ist jetzt nicht, wo du sagst, wow. Das haben wir durch die Tapete alleine schon. Deswegen, ich bin immer noch sehr, sehr happy über die Tapete. Ich mache jetzt mal wieder aus. Genau, machen wir aus. Also, was wir nochmal vielleicht ein bisschen vertiefen sollten, ist Fotos, Fotos, Fotos. Weil, was siehst du denn? Genau wie jetzt gerade beim Kelvin, du hast deine Kriterien auf der linken Seite, dass ich hätte gerne das, das, das. Und dann kriegst du eine riesen Trefferliste. Ja, es ist so, dass wer oben, wer unten ist, das hat halt, wie du schon sagtest, super hohes Status, ja, nein und so weiter. Eventuell, ich weiß, bei ImmoScout, du kannst ja auch Premium-Anzeigen buchen und so weiter, also ein bisschen mehr zahlen, damit immer oben ist und so weiter. Aber das Erste, was man sieht, ist quasi diese Vorschaubild. Und das muss das beste Bild sein, was du hast. Also wir sagen das bei der Vermietung immer so, wir überlegen immer, das Objekt, wofür könnte das sein? Ne? Ist es zum Beispiel ein Single-Apartment, wird es auf jeden Fall zum Beispiel wichtig sein, eine gute Verkehrsanbindung zum Beispiel. Ne? Hast du zum Beispiel eine Vier-Zimmer-Wohnung, ist vielleicht wichtig, dass da ein Spielplatz im Grün ist oder sowas, weil wahrscheinlich eine Familie einzieht und so weiter. Ne? Dass du also überlegst, einen Bezug dazu, was könnte das Wichtigste sein für den, der es anmietet oder der das halt für die Kurzzeitmiete nimmt. Und dann natürlich hochwertige Bilder. Ne? Also die Bilder, die wir da teilweise gesehen haben, waren ja echt, ja, sah aus einer Digicam aus von Aldi vor 10 Jahren irgendwie gekauft oder sowas. Ne? Also für mich, Objektfotografie ist immer ganz wichtig, vernünftige Kamera, super objektiv und es muss auf jeden Fall mal weit weg genug sein, weil ich meine, erst recht bei den 26 Quadrat, da hast du keinen Platz mit einer normalen Kamera. Die Hälfte des Raumes ist schon weg, weil der Zoom aber nicht hinterherkommt. Ne? Deswegen, also Fotos, da werden wir auf jeden Fall ganz schöne machen, denke ich mal. Also, vor allem, wenn ich sehe, was bei Booking an Fotos da war, die werden wir ohne weiteres sofort schlagen. Das ist überhaupt kein Thema. Genau. Dann haben wir andere coole Gadgets für vergleichsweise wenig Geld, ne? Also wenn man sich die Tapete anguckt, die ist ein absoluter Eye-Catcher. Die ist absolut einmalig. Also hat man in Essen jetzt gar nicht gesehen. Und gleichzeitig ist sie aber auch ein super Bildcatcher, ne? Also du hast halt diesen Wow-Effekt, diesen Unterbrecher einfach, ne? Ohne viel zu machen, hast du schon mal was hergerichtet. Da kann die Bettwäsche meinetwegen sogar knittrig sein und unprofessionell wirken. Du hast auf jeden Fall schon mal so einen Schnapper drin. Und was ich auch machen würde, durch die Ausstattung, die wir haben einfach alles, ne? Selbst wenn jemand das nicht alles auswählt, kriegt das ja trotzdem. Klar. Und durch diese weitreichende Experience, die er noch bekommt durch Roam-like-Anbindung, also durch die kostenlosen Produkte, die reinkommen, die Gadgets, die da noch dazukommen, die Ausstattung, die dadurch auch noch angehoben wird, ne? Jetzt haben wir ja nicht nur
nicht nur das Bett. Das Bett wird ja auch geliefert. Da muss man ja auch so transparent sein und sagen, wenn ein Gast mit einem Gutscheincode, den ich zur Verfügung stelle, dieses Bett kauft, kriegen wir 100 € Cashback. Wenn das in den 3 Jahren oder in den 5 Jahren Abschreibungen, die wir jetzt eingestellt haben, 10-mal passiert, nur 10-mal, wenn wir mit Leipzig ungefähr rechnen, ich würde es einfach machen, weil ich habe keine Vergleichswerte, aber ich habe mindestens 250 Gäste pro Jahr. Wenn die Leute zu zweit anreisen, standardmäßig sind sogar mehr. Also habe ich 250 Kontakte, die dieses Bett benutzen. Wenn die gut schlafen, werden die das in der Bewertung schreiben. Wenn die das dann auch noch sehen und dann eh umziehen oder neu einrichten und sehen, okay, das Bett kostet normalerweise 1.800 und ich kriege da 30% drauf, meinetwegen. Ich weiß nicht genau, wie hoch der Gutscheincode ist, aber wenn ich mir ein ordentliches Bett mit einer ordentlichen Matratze hole, komme ich im Endeffekt auf dasselbe und ich hole mir das. Ich nehme mir das über den Gutscheincode. Der ist auch unbegrenzt aktiv, also die können auch noch ein Jahr später bestellen. Dann kriegen wir 100 € davon. Und wenn das bei 250 Kontakten mal 5, also dann 1500, 1750 Gästen, wenn das nur 1% machen, dann sind das 17,5. Und dann haben wir das Bett zweimal drin. Wenn das weniger als 1% machen, haben wir es trotzdem höchstwahrscheinlich irgendwann wieder drin. Und das ist ja auch eine Rechnung, die darf man nicht machen, weil man sich nicht darauf verlassen kann, wie Gäste reagieren. Aber mit einer Wahrscheinlichkeit von unter 1% etwas wieder reinzuspielen, dass nur weniger als 1% davon überzeugt sein muss, ist ja schon mal eine sehr sichere Rechnung. Also wenn das jetzt 20% sein müssten, damit sich's rentiert, das wäre zu hoch. Aber so kann man das durchaus auch mal ansprechen, ne? Ja, bin ich wieder bei dir, absolut. Also es kann mit Sicherheit sein, dass Leute was cool finden. Also zum einen, natürlich, wir sind ja beim Foto eingestiegen. Ich stelle mir auch vor, dass wir unser Startseiten, also dass das primäre Bild wird wahrscheinlich sein, dass das Bett natürlich gemacht, von mir aus Schokolade oder irgendwie so eine kleine Gummibärchentüte auf dem Kopfkissen und dann dahinter halt die Fototapete und von mir aus links und rechts noch die Nachtschränke oder eins davon und sowas, vielleicht so ein bisschen schräg drauf oder was. Das stelle ich mir auch so ganz cool vor. Das wird auf jeden Fall ein richtiger Eyecatcher sein, wo man auf jeden Fall, glaube ich, hohe Klickraten draufkriegt. Ich weiß nicht, wie man das bei den Plattformen auswerten kann. Bei ImmoScout kannst du auf jeden Fall auswerten, wie oft war deine im Trefferseite drin, wie oft hat jemand dran vorbeigescrollt, wie oft hat jemand draufgeklickt und wie oft hat jemand auf das Bild geklickt. Also du kannst also ziemlich genau diesen Trichter herunterrechnen, ne, wie hoch deine Klickrate ist oder diese CTR da drauf. Ich denke mal, dass mit einem guten Bild das sehr gut hinkriegst. Mit dem Bett oder mit diesen ganzen, du hast ja mehrere Sachen dabei. Vielleicht packen wir mal, wenn wir mal komplett fertig sind und eingerichtet sind, bevor wir jetzt alles in den einzelnen Folgen streuen, lass uns auch zum Schluss mal eine Folge machen, dann machen wir sowieso ein Walkthrough und dann können wir vielleicht mal solche Sachen vorstellen, wie zum Beispiel, das Bett ist von der Firma und wir haben da den Deal, oder du, genauer gesagt, hast den Deal, wenn die über deine Empfehlung kaufen, kriegst du den Vorteil, das kriegst du davon. Das kann man vielleicht mal als Paket dazu schnüren, weil das ist auch schwierig, wie du schon sagtest, das kann ich ja nicht greifen. Ich kann nicht so oft sagen, ne? Wie viele Leute finden das Bett super? Wie viele Leute würden deswegen auch das Bett kaufen? Weil das sind ja zwei verschiedene Sachen. Ich bin auch, wenn ich im Hotel bin, finde ich auch total viele Sachen geil. Aber es ist ja immer ein Konzept dabei. Es gibt auch viele Sachen, die würden bei mir in die Wohnung gar nicht reinpassen, weil es einfach der Rest nicht dazu passt. Ne? Und dieses Bett ist ja wirklich nur markant. Das Bett ist ja wirklich so ein Hingucker. Ne? Wenn du jetzt aber zum Beispiel so ein vollgestelltes Schlafzimmer hast, da kannst du auch einen einfachsten Rahmen nehmen und fertig. Ne? Also deswegen, das ist immer schwierig zu sagen. Ne? Aber auch da, wie gesagt, würde ich vielleicht vorschlagen, wenn wir einmal komplett eingerichtet sind, machen wir so einen kleinen Rundgang, dann kann man sagen, okay, keine Ahnung, das ist einfach als Beispiel. Wenn du den Kaffee da, ne, das ist ein bestimmter oder besonderer, und da kann man halt durch einen Coupon Geld sparen und ne, gibt es eventuell irgendwie einen Bonus für dich dabei oder mit dem Bett oder sowas, dass wir vielleicht das einfach nur als eine Einzelspezialfolge vielleicht mal durchgehen oder sowas. Ne? Das wäre vielleicht noch eine Idee. Und was mir noch eingefallen ist, wo du es gerade sagtest, wenn man das pushen will, könnte ich einen Schritt weiter denken. Man könnte ja sogar eventuell überlegen, irgendwelche Flyer zu drucken, wo man sagt, ne, hast du gut geschlafen oder wieso in der Ich-Form, ne? Hast du auch gut geschlafen?
Hättest du Bock, dass ich auch bei dir zu Hause stehe? Wenn ja, dann scanne den QR-Code oder gib auch diesen Code bei der oder der Seite ein und ich bin in 2 Wochen bei dir oder sowas. Ne? Flyer könntest du quasi ja jedes Mal, genau wie die im Hotel diese Gummibärchen oder diese Schokolade auf dem Kopfkissen legst, genauso kannst du das auch auf dem Kissen legen und sagen, hier. Ne? Und dann hast du ja quasi den ja nicht nur, weil sonst bist du ja passiv. Du wartest ja darauf, dass jemand dich anfragt und sagt, das Bett ist cool, sag mal, welcher Hersteller, Modell, kann man das irgendwo kaufen? Ne? Du kannst umdrehen. Du kannst ja sagen, ich sorge dafür, dass der das weiß, dass er das kaufen könnte und dass er sogar mit einem Rabatt kaufen könnte. Ne? Also es ist ein bisschen anders. Tatsächlich, also ganz passiv ist es nicht, weil ich habe ja dieses Welcome-Book. Wenn du möchtest, können wir da auch mal durchgehen. Weiß nicht, ob wir das heute machen müssen, aber das ist so ein, ja, wie nenne ich das, digitales Gästebuch. Also für alle die, die mit ihren Eltern oder selbst schon mal in Ferienunterkünfte an der Nord- oder Ostsee gefahren sind, die kennen das. Das ist einmal gibt es so ein Gästebuch, wo die Leute ihre Erinnerungen reinschreiben, wie so ein Tagebuch von Gästen für Gäste, wo ganz gerne auch die Kinder dann immer mal ein Bild hinterlassen. Und dann gibt es immer noch so ein, ja, so eine A4-Mappe mit Anleitungen, mit WLAN-Passwort und das. Und hier kannst du das entdecken und da hast du einen Fahrradverleih und bla bla bla. Und das Ganze habe ich sozusagen digital abgebildet über das Welcome Book. Und da kriegst du nicht nur Check-in-Anweisungen, das schicke ich jedem Gast, das kriegt jeder Gast, da steht dann kurz hier. Unter anderem findest du hier Check-in-Anweisungen, aber auch Empfehlungen aus der Umgebung, wo du gut essen gehen kannst, was du unbedingt besuchen solltest. Und dort ist dann auch immer die Produktplatzierung angezeigt und da sieht der Gast dann auf einen Blick, was alles platziert ist in meiner Wohnung. Ja, ob das jetzt Riegel sind, ob das Süßigkeiten sind, ob das Kaffee ist, eine Kaffeemaschine vielleicht sogar oder eben dieses Bett. Und da ist dann der benutzerdefinierte Gutscheincode direkt hinterlegt und da steht, spare hier 20% mit diesem Code und dann kriegen die das. Also es ist nicht ganz aktiv mit Flyern hinlegen und spare, wenn du mein Bett kaufst. Aber es ist trotzdem auch nicht ganz so passiv, wie du es beschrieben hast. Das ist ein ganz gesunder Misch, finde ich, zwischen nicht so aufdringlich darauf hinweisen und aber so einen Wink geben. Und das kann man ja immer wieder einbauen. Ne? In der gut geschlafen Nachricht nenne ich das immer. Also so 12 bis 24 Stunden nach Check-in schreibe ich, hey, guten Morgen. Ich hoffe, du hast deine erste Nacht gut verbracht. Ich möchte dir eine 5 Sterne Experience beziehungsweise Erfahrungen bieten, wenn ich irgendwas besser machen kann oder wenn irgendwas nicht so ist, wie du es dir vorstellst, lass es mich wissen, dass ich da schnell reagieren kann und da könnte man halt theoretisch auch schreiben, na, gut geschlafen, dieses Bett findest du auch in meinem Welcome Book mit dem Link. Kriegst du Rabatt, wenn du es selber haben möchtest. Ne? So könnte man arbeiten mit Kommunikation. Ja, du, bin ich bei dir. Aber ich gucke jetzt gerade, wir sind jetzt schon über die Stunde, die wir uns eigentlich gesetzt haben. Da würde ich 2 Sachen vorschlagen. Wir hatten noch ein kurzes Thema gehabt, und zwar, ja, wie soll es anders sein? Covid, Corona, Lockdown, Beschaffungsschwierigkeiten und das Thema für die nächste Woche oder für die nächste Sendung. Weil das wäre vielleicht dieses Book, kenne ich persönlich noch nicht, haben wir noch nie darüber gesprochen. Vielleicht wäre das ein Thema für die nächste Sendung, wo man vielleicht das kurz anzeigen könnte, also wie man sich das vorstellen kann. Ich weiß, was du meinst. Ich kenne die auch aus den Ferienhäusern und so weiter. Oder wir fahren ganz gerne mal zu den Herbstferien mit der Familie nach Holland, zu so einem Ferienhäuser oder Bungalow, zu anmieten kannst. Und da hast du auch mal dabei. Ne? Da hast du halt, wie du schon sagtest, ne? Wie geht der Fernseher an? Wie ist dein Wi-Fi-Code? Ne? Wo kannst du gut essen gehen? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es und so weiter? Klar, kennt man. Natürlich, gar keine Frage. Aber vielleicht kannst du das nächste Woche ja gerne vorstellen, weil es digital ist, ist vielleicht was anderes. So, und was wir halt noch hatten ist, wir haben mittlerweile durch Covid, letzte Woche gab es ja gerade den Lockdown oder den Shutdown, genauer gesagt, Einzelhandel hat geschlossen. Die meisten Einzelhandelsgeschäfte, also Baumärkte vor allem, sind für Gewerbetreibende wieder geöffnet. Man kann da halt ein bisschen schwieriger einkaufen, aber man kann es. Zum Glück haben wir ein Gewerbe. Das heißt also, wir können aktuell den Boden konnten wir nicht beschaffen, deswegen da haben wir eine Option gefunden. Das heißt, unser persönlicher Plan ist jetzt, ich meine, jetzt muss man natürlich sehen dabei, wir haben jetzt in dieser Woche Silvester und Neujahr.
Das heißt also, im Prinzip ist jetzt nur noch der Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wobei Donnerstag ist der 31. Ich weiß, ob wir diese Woche hinkriegen, den Boden noch rauszureißen. Eventuell kriegen wir es hin. Auf jeden Fall müssen wir gucken, dass wir den neuen Boden schon mal beschaffen. Wann der kommt, weiß ich nicht, aber vermutlich nicht alles zur nächsten Folge. Vielleicht, wie sieht es denn bei dir, Kelvin, allgemein denn aus? Am 4. wäre der nächste Montag. Vielleicht können wir einfach mal kurz ein Fresh-Up machen oder mal kurz ein Update dazu, wo wir stehen. Und wie gesagt, und dein digitales Welcome-Book vielleicht mal präsentieren. Genau, das können wir machen und wir könnten eventuell auch auf Tools eingehen, die ich ja jetzt zum Beispiel schon anfangen könnte einzurichten, so langsam aber sicher. Also das Welcome Book zum Beispiel, wobei es da ein bisschen schwieriger wird, wenn man das ganz, ganz vorher wirklich einrichten will. Aber wir können da auf jeden Fall näher drauf eingehen. Wir können uns mal angucken, wie so ein Prozess bei mir abläuft. Die Einkaufsliste ist dann fertig, ne? Das zum Beispiel auch, also dass zumindest die ganzen Produkte klar sind, dass hier nicht alle eintreffen werden, kann ich mir auch gut vorstellen durch Silvester und Neujahr. Aber da könnte man weiter fortschreiten. Da haben wir ja auch so eine Liste, mit der wir zusammenarbeiten. Dann könnten wir ja auf Kommentare hoffen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch Kommentare haben, aber diese auch durchgehen. Also gerade jetzt zum Zahlen, Daten, Faktenteil, das ist natürlich auch spannend zu sehen, ne? Ob da irgendwie Rückmeldungen kamen, ob da kritische Stimmen oder hellhörige Stimmen kommen, dass man das alles nochmal durchsprechen kann. Vielleicht ist es jetzt auch nicht ganz so transparent gewesen, wo unsere Zahlen herkommen oder wie, ne? Dass man solche Fragen klären könnte. Und ich würde nächste Woche tatsächlich einfach mal so ein, ja, wie ist der Stand? Was ist unser Ziel? Wann wollen wir starten, spätestens? Wie funktioniert das mit den Bildern? Wie funktioniert das mit der Einrichtung? Ne? Dass wir Handwerker auch haben oder du in deinem Team. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass ich da auch nicht unbedingt vor Ort sein muss. Aber es wird ja dann auch darauf hinauslaufen, dass ich mal vor Ort bin. Das können wir auch mal planen, dann, wenn es soweit ist, wenn man ein bisschen besser planen kann auch. Und dann haben wir doch wieder eine Stunde gut gefüllt. Ich denke, bestimmt. Also es gibt immer einen Grund einzuschalten und Themen haben wir mehr als genug. Man erkennt ja auch, wie jetzt mit dem digitalen Dingsbuch, Gästebuch, das war mir bisher auch, oder bis gerade vor 5 Minuten kann ich das nicht mal. Ne? Also von Ja. daher, ich glaube, es gibt bestimmt einige Themen dabei. Wir können ja auch schon mal die vorbereitenden Themen auch durchbesprechen. Also wir werden bestimmt nächste Woche wieder spannende Themen haben und mit Sicherheit auch einige neue Seiten preisgeben. Gut, perfekt. Dann würde ich sagen, reicht für Sehr heute? gut. Ja. Kommentare habe ich kein unter Video. Wenn welche wieder nächste Woche reinkommen, dann würden wir die da danach bearbeiten. Genau, also ich sehe, oder ich warte, ich mache mal einen Refresh. So, jetzt ist das Video weg. Also ich habe keine gesehen. Ich habe keine gesehen. Okay. So, genau, aber wenn nicht, werden wir darüber nachziehen, weil wir jetzt eh schon deutlich über der Stunde sind. Von daher würde ich sagen, wenn jetzt welche noch gekommen sind und wir jetzt sie nicht gesehen haben, schalte einfach nächste Woche wieder ein. Ne, sind keine da, habe ich jetzt gerade geguckt. Also aktuell keine Okay. Kommentare. Das heißt, solltest du noch Fragen haben, sollte etwas unklar gewesen sein, möchtest du das Excel-Tool haben, warte bis nächste Woche. Da gibt es auch die Tabelle vom Kelvin, was er anbieten kann. Genau, ansonsten stell deine Fragen darunter und wir beantworten nächste Woche. War schön, wieder eine spannende Folge und informativ. Wieder ein bisschen zahlenlastig. Ich hoffe, es war nicht zu trocken für euch. Und ja, wir sehen uns in diesem Jahr nicht mehr. Erst im nächsten Jahr, 2021. Ja, alles Gute. Das wünsche ich auch. Genau. Okay. Dir, lieber Christian, und auch allen, die eventuell zuschauen oder zugeschaut haben oder zuschauen werden. Es sind ja tatsächlich auch immer mal zeitverzögerte ZuschauerInnen. Also euch allen einen guten Start. Macht das Beste aus der aktuellen Situation. Drückt uns allen die Daumen, dass die Rendite massiv steigt, weil alles wieder offen ist und erlaubt ist und wir alles wieder hinkriegen. Und dann hören wir uns am 4. Ich freue mich. Alles Gute, guten Rutsch, frohes Neues, und bis bald.